Herr Trotzter, danke für das Interview. Wir haben ein paar Fragen und ich möchte mal mit dem offensichtlichsten anfangen, nämlich dem Wahlprogramm der SPÖ. Wir stehen ja vor einer Nationalratswahl und es gibt ja auch einige Punkte zum Kulturbereich drinnen. Wollen Sie vielleicht die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht zusammenfassen, die da drinnen stehen im Wahlprogramm? Mir ist wichtig, dass jedes Jahr sogenannte Valorisierungen, also Erhöhung der Budgets, stattfinden, und zwar unabhängig davon, ob es um die großen Theaterbetriebe geht, die großen Museen geht, oder die freien Gruppen oder auch die Stipendien. Das ist das Allerwichtigste. Das zweite Thema ist, dass ich mehr Jahresverträge einführen möchte, also zumindest 2 bis 3 Jahre, um auch eine Klarheit und Planungssicherheit zu geben. Und dann gibt es eine Vielzahl von Ideen, wie man die Filmförderung neu organisieren kann, wie wir im Bereich der Museen ein breiteres Publikum nochmal ansprechen können, indem wir einen Museumssonntag kostenlos machen möchten, und letztlich auch Ideen haben, wie wir heimischen Content verstärkt fördern und die heimische Kreativwirtschaft fördern, indem wir eine Quote von 30% bei allen Medienförderungen vorsehen. Jetzt mal ins Detail. Es steht drinnen, dass auch beim Künstlersozialversicherungsfonds es Reformen geben soll. Wie diese genau ausschauen, steht nicht drinnen. Gibt es da schon konkrete Überlegungen, was da zum Reformieren wäre? Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt vor einigen Wochen, und das Grundthema ist, dass der Sozialversicherungsfonds hohe Rücklagen angehäuft hat. Das ist fein und erfreulich, aber am Ende geht es ja nicht darum, dass der Fonds möglichst viele Rücklagen hat, sondern möglichst viele Künstler hilft und möglichst vielen Künstlern unter die Arme greift. Und potenziell kommen 10.000 Künstler in Frage, Künstlerinnen und Künstler in Frage, unterstützt zu werden. Derzeit werden 3.000 Künstlerinnen und Künstler unterstützt, und meine Aufforderung und meine Weisung an die Geschäftsführung war, diese Unterstützungsleistungen deutlich auszuweiten und zu verbreitern. Geht es da um die Grenzen der Zuerkennung, die derzeit der Obergrenze und Untergrenze definieren, oder in welchen Kategorien wird da gedacht? Also da geht es um die Grenzen, aber da geht es insgesamt darum, das Feld derjenigen, die in die in den Bezieherkreis fallen, auszuweiten. Ein anderes Detail, das viele unserer Kulturvereine auch betrifft, ist die Absetzbarkeit der Spenden. Wir haben 150 Mitglieder, kein einziges ist in den Genuss der Spendenabsetzbarkeit, weil es derzeit aus strukturellen Gründen einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht, hinein zu optieren, weil die hohen Aufwände für die Wirtschaftsprüfung, die jährliche oder zweijährliche, einfach den Nutzen bei Weitem übersteigt. Da gibt es auch einen Punkt drinnen, soll das geändert werden, oder wie genau soll das geändert werden, dass man da auch reinkommen kann? Dieses System der Spendenabsetzbarkeit ist ja in allererster Linie für die großen Institutionen gedacht worden, auch für die großen Sozial- und Karitativeinrichtungen. Ich finde das absurd, kleinen Institutionen eine derartige Bürokratie zuzumuten, und ich glaube, wir müssen da irgendwie deutlich einfachere und unkompliziertere Systeme finden, weil ehrlich gesagt, dass man am Ende als kleine Kulturinstitution tausende Euro für Wirtschaftsprüfer ausgeben muss, um in den Genuss der Spendenabsetzbarkeit zu kommen, kann nicht sein. Und ich glaube aber, dass es viele Menschen gibt, die gerade auch Interesse haben, die kleineren und mittleren Institutionen zu fördern. Also ich bin dafür eine radikale Entbürokratisierung. Ein anderer Bereich der Drittmittelakquise ist das Sponsoring. Wenn wir das beobachten in unseren Analysen der eigenen Budgetzahlen oder Budgetzahlen unserer Mitglieder, dann sehen wir, dass das Sponsoring seit Jahren rückläufig ist. Viele der klassischen Sponsoren, Banken etc. haben sie eher im Sparkurs auch zurückgezogen auf Groß-Event-Sponsoring. Also es ist gerade für die Kleinen sehr, sehr schwierig. Wir sehen da im Schnitt zwischen 0,5 und 1% der Einnahmen, die aus dem Sponsoring kommen. Da soll es auch Verbesserungen geben, laut dem Plan A. Was kann man sich da genau vorstellen, wie man da die kleinen Vereine unterstützen kann, dass sie mehr Sponsoring bekommen? Naja, ich glaube, es geht in allererster Linie mal darum, Firmen durch steuerliche Anreize auch zu animieren, Sponsoring zu geben. Am Ende muss ich sagen, das selbst in großen Theaterbetrieben verantwortet den Bereich, und am Ende hast du mit den üblichen Verdächtigen zu tun, das sind immer die 20, 25 gleichen Unternehmen in Österreich, und das Ziel muss ja sein, das deutlich zu verbreitern und das deutlich zu öffnen. Das hat mit Steueranreizen zu tun, aber auch mit Bewusstmachung und auch mit Unterstützung der Vereine in organisatorischer Hinsicht.
Okay, letzte Frage zu dem Themenkomplex. Sie fordern unter anderem, dass die Staatsstipendien mindestens auf den Mindestlohn erhöht werden von 1500 Euro, den die SPÖ auch fordert. Das ist ja prinzipiell sehr zu begrüßen, wird bei vielen Kulturinitiativen vielleicht dazu führen, dass die Stipendiaten mehr verdienen als die Angestellten, weil wir dort sehr oft weit unterhalb vom Mindestlohn agieren. Das ist ja eine lange, lange Forderung der Interessensvertretungen ist, dass sie die Förderungen auch an quasi fairen Lohnbedingungen orientieren, zum Beispiel das Fair Pay Schema der IG Kultur Österreich. Gibt es da Überlegungen, quasi ein neues Förderregime zu etablieren, wo man Rücksicht nimmt auf faire Bezahlung in den Kulturinitiativen? Also ich glaube, wenn wir vom Mindestlohn reden, dann reden wir von Mindestlohn und nicht von der Fiktion eines Mindestlohns in gewerkschaftlich organisierten Bereichen. Es gibt derzeit 300.000 Menschen, davon 200.000 Frauen, die unter 1500 Euro verdienen. Da sind auch viele Menschen in der Kultur beschäftigt und unser System eines Mindestlohns sieht vor, dass er tatsächlich Mindestlohn bezahlt wird, und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft, in den Unternehmen genauso wie in der Kultur. Und wenn das Implikationen für die Subventionen hat, dann muss man dem Rechnung tragen. Wer A sagt, muss B sagen, aber ich glaube, das Geld in die Kultur und in die Basiskultur gut investiertes Geld ist. Das heißt, diese plus 10% der Förderung der regionalen Kulturinitiativen, die es heuer gegeben hat, das erste Mal seit Jahren eine Erhöhung, das kann es nur nicht alles sein, weil wir sind da immer noch relativ weit weg von fairen Arbeitsbedingungen laut unseren eigenen Erhebungen. Ich glaube, dass Ihre Erhebungen zutreffen, und ich bin der Meinung, das kann nicht alles sein. Und wenn man das konsequent ansieht, ich habe jetzt da gebeten, dass wir da einen Bericht zur sozialen Lage machen und die Daten objektivieren oder zumindest intersubjektiv überprüfbar machen. Aber ich glaube Ihnen, wenn Sie sagen, dass es da noch Luft nach oben gibt, und ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass die Finanzierung sichergestellt werden soll. Dann wechseln wir jetzt die Ebene, gehen wir ans runter auf die Landesebene. Wir haben in Oberösterreich eine schwarz-blaue Landesregierung, die jetzt Kürzungen angekündigt hat. Sie haben sich da schon in manchen Medien dazu zu Wort geäußert. Und es geht von Kürzungen 10-20%, die man rechnen kann. Teilweise gibt es schon Gerüchte, dass ganze Landesinstitutionen geschlossen werden sollen. Was kann da die SPÖ auf Bundesebene tun, um diesem Kulturkahlschlag, der da droht, entgegenzutreten? Naja, ich muss einmal sagen, ich vertrete ein Ressort, das ein Budget von 450 Millionen Euro verwaltet. Das war noch deutlich unter 440, als ich angetreten bin. Also wir haben als SPÖ dafür gesorgt, dass das Kulturbudget erhöht wird auf deutlich über 450 Millionen. Letztlich ist es nie eine gute Idee, bei Kunst und Kultur zu kürzen, weil es um die Fundamente unserer Gesellschaft geht, wie ich heute auch bei der Rede zur Eröffnung des Bruckner Festivals ausführen durfte. Ich glaube, dass das Land noch einmal in sich gehen sollte und darüber nachdenken sollte, ob der Stellenwert, den das Land jetzt hat und den die Stadt Linz jetzt hat, nicht so ein Gutteil auf Kunst und Kultur zurückzuführen ist. Und jetzt, wenn ich da drüben die Ars Electronica sehe, hier das Lentos, das Brucknerhaus, die Liste ließ sich lange fortsetzen, das Theater Phoenix, eine Reihe von Initiativen. Ich glaube, dass das das ist, was die Lebensqualität der Stadt Linz ausmacht, wie es im Übrigen auch die Lebensqualität des Landes ausmacht, und dass es daher etwas, was in Graz unter Schwarz-Blau passiert ist und jetzt in Oberösterreich unter Schwarz-Blau passiert, eigentlich eine vollkommen verfehlte Kulturpolitik ist. Am Ende muss man aber auch sagen, dass ich mich sehr wundere, dass das die ÖVP macht, deren letzter Landeshauptmann Büringer ein großer Kämpfer für Kunst und Kultur war. Und zwar Seite an Seite und Schulter an Schulter mit mir. Das bringt uns vielleicht jetzt zu einer wichtigen Frage, weil vielleicht gibt es da ein strukturelles Problem. Es gibt ja die paritätische Förderung in Österreich, das heißt Bund, Land und Kommunen sollen circa zu gleichen Teilen Kunst und Kultur fördern. Das ist zumindest die Theorie. In der Praxis schaut es aber so aus, dass man oft das Gefühl hat, dass die eine Hand nicht tut, was die andere macht. Wir haben auf der einen Seite Erhöhung beim Bund um 10% und eine Kürzung beim Land von minus 10%. Wir haben in Kärnten einen Kahlschlag gehabt, während dann der Bund dort versucht hat einzuspringen, und man hat so ein bisschen das Gefühl,
in anderen Bereichen gab es das nicht. Wenn in der Bildung es ein Problem gibt, wenn es bei Kindergärten ein Problem gibt, dann gibt es einen Gipfel, da setzen sie alle zusammen, überlegen sie, wie kann man da zusammenarbeiten. Wenn es um die Kulturpolitik geht, hat man das Gefühl, dass die Ebenen sehr wenig miteinander sprechen und es auch keinen übergeordneten Masterplan gibt, keinen Kulturentwicklungsplan gibt, wo man irgendwelche Leitlinien hat, mit denen man sich gemeinsam quasi orientiert, wo man sie hinentwickelt, wo man Budget vergibt, wo man Förderungen vergibt. Wäre das ein Ansatzpunkt, dass man da strukturell was ändert in der Förderstruktur? Ja, ich glaube, zunächst muss man mal sagen, es muss einen Masterplan geben und es muss auch eine institutionelle Zusammenarbeit geben. Also es ist notwendig und diese Initiative habe ich auch ergriffen, dass zweimal im Jahr die Kulturförderer vom Bund, Ländern und von den wichtigen Gemeinden, zumindest Städtebund und Gemeindebund, aber auch von den größeren Städten zusammenkommen und beraten. Was sicher nicht der Fall sein kann, ist, dass der Bund kompensatorisch dafür in die Bresche springt, weil Schwarz-Blau sich in Ländern oder in Städten entscheidet zu kürzen. Das ist nicht Aufgabe der Kultur- und Kunstpolitik des Bundes. Also das ist schon etwas, was auf der Ebene der Länder passieren muss. Und darüber hinaus glaube ich, dass wir in den ganzen Förderstrukturen vielleicht demnächst im 21. Jahrhundert ankommen sollten. Es wird alles, wird überall über Digitalisierung diskutiert. Wir schaffen jetzt erstmals digitale Einreichungen, aber dieses System der Anträge an drei Institutionen und die eine gibt erst dann, wenn die andere mit Brief und Siegel und Stampille das bestätigt hat, ist wirklich obsolet. Dann noch eine kurze Nebenfrage zu dem, der vierte Player, der in Österreich schon fast vergessen worden ist, sind die EU-Förderungen, weil den Zahlen der letzten Jahre man sieht, dass es gerade für die Kleinen eigentlich keinen Sinn mehr macht, für EU-Förderungen einzureichen, weil sie der Fokus verschoben hat zu den großen Förderungen über 500.000 und das eigentlich für die Kleinen keinen Sinn mehr macht einzureichen, wenn wir Erfolgsraten haben, die im niedrigen einstelligen Bereich sind und die Anträge ziemlich groß sind. Es gibt gerade eine Evaluierung auf EU-Ebene, dieses Creative Europe-Programm zu modernisieren. Gibt es da einen Standpunkt der SPÖ oder des Bundes, wie sie das in Zukunft gestalten sollte? Also ich glaube, einer Evaluierung vorzugreifen ist nie eine besonders gute Idee. Ich glaube, man sollte sich diese Ergebnisse der Evaluierung anschauen. Aber ganz prinzipiell muss ich sagen, dass es ja ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Strukturen geben muss. Also dass man jetzt, sage ich mal, die kleinen Gruppen auf Ebene der EU fördert, scheint mir weniger Sinn zu machen, als sie auf kommunaler Ebene und Landesebene zu fördern. Aber es ist ja, und insofern muss ich Ihnen in der Frage, die Sie zuerst gestellt haben, dezent widersprechen, dass man sich bei der Bildung so zusammensetzen würde und Probleme löst, das stimmt leider auch nicht. Also das ist kein Spezifikum der Kultur, sondern das ist ein generelles Problem unseres Staatsaufbaus, weshalb wir als SPÖ auch vorgeschlagen haben, eine Zuständigkeit pro Bereich. Also wenn man sagt Bildung, dann ist eine Institution zuständig. Wenn man sagt Pflege, ist eine Institution zuständig, weil diese Doppelzuständigkeiten sind vollkommen sinnlos. Letzte Bonusfrage. Gestern ist bekannt geworden, dass Niederösterreich sich bewerben möchte, oder St. Pölten, um den Kulturhauptstadttitel 2024. Was sagen Sie da dazu? Ich begrüße die Bewerbung St. Pöltens genauso wie die Bewerbung aller anderen Städte und Regionen Österreichs begrüße. Kein Favorit, einer der Oberösterreicher? Nein, ehrlich gesagt, einen Favoriten könnte und sollte ich mir nicht leisten. Es geht um ein objektives Verfahren und am Ende des objektiven Verfahrens wird das beste Konzept überzeugen. Weil das Oberösterreich da immer mit kreativen Ideen punktet, ist bekannt. Danke fürs Gespräch. Danke.